Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ja, ich bin hier auf dem Weg. Ihr habt ja fleißig geschrieben, ihr meint so das Vorhaben. Also eigentlich durch die Kupplung, weil ich das dann nicht rausfahren kann. Aber ich habe ja, wie gesagt, erstmal den Don wegbringen. Vielleicht können wir den ja dann auch benutzen. Das wäre natürlich auch dann richtig gut. Und dann andererseits habe ich ja meinen Stahl bereit für die Brücke. Und das wollen wir ja irgendwie so kombinieren. Also wir fahren ja erstmal los. Geht ihr euch eigentlich im Weg? Immer? Nee, ne? Man sieht noch ein bisschen was. Zumindest der wichtigste sieht man. So, da hat der Rani-Kart hier. Da geht's hier hinten lang. Ein bisschen lieber hier am Rand fahren. Also wir sind natürlich hier mit den hier. Kannst du nicht so hängen bleiben wie mit dem. Oh doch. Boah. Alter, doch nicht. Ich wollte schon sagen, ey, bleiben wir hier hängen. Das wäre ja mal was ganz, ganz neu. Aber ihnen hält nichts auf. So. Wenn er jetzt ganz kaputt sein sollte, könnte ich den ja vielleicht mal reparieren. Feig jetzt hier. Ne, okay. Markieren wir jetzt mal lieber. Dann kann ich hier mal dran vorbeifahren oder sowas. Ist natürlich, wenn ich mit dem Tuss fahren sollte. Mit dem Don, sorry. Denn ist der natürlich ohne Upgrades hier erstmal unterwegs. Oder ich fahre hinterher. Wir haben ja den Truck dann hinten stehen. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn entscheide. Man weiß natürlich vorher, bei der Fabrik-Silhouette ja nicht Bescheid, wenn man noch nicht da gewesen ist. Ich muss ja erstmal hinfahren, um überhaupt zu gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Einmal rein. Ah ne, abgegeben, einfach nur. Okay. Hätte ja sein können, dass wir den beiden wird, ne? Aber nicht. So, dann machen wir hier alte Überquerung. Als erstes auswählen. So, dann machen wir vom Weg her. Ich weiß gar nicht, sind wir hier vorne schon mal rüber gefahren? Scheint eine alte Abkürzung zu sein, ne? Und wahrscheinlich denn hier. Ich glaube, Sven hatte geschrieben, ich muss mir das nochmal durchlesen. Ich glaube, wir fahren mal so, um einfach mal den Weg anzugucken. Bei der ersten Abzweigung, den Weg runter, irgendwas hat er geschrieben. Irgendwas hat er geschrieben, das müssen wir nochmal durchgehen. Das habe ich jetzt nicht vollkommen gelesen, weil ich mir irgendwie vollkommen spoilern lassen wollte. Aber ich schreibe mir trotzdem immer mal auf. Für die späteren Sachen. Zeitpunkt, wenn ich den mal. Okay, auf die Suche. Hier. Ja, immer erstmal umgucken, aber hier ist halt so weiß, dass man dann auch nicht mehr so richtig weiß, inwiefern das alles so irgendwas ja, rumsteht, ne? Wenn man natürlich auf dem Deckfahren weiß getarnt ist, dann ist so gar nichts.
hier nicht festfahren. Ich hätte wieder zwischen zwei Hörnern fest. Das nicht so toll. So, hier einmal hoch. Jetzt nochmal hier dran. Der Weg ist jetzt nicht ganz so schön. Die kleine Ecke. Oh, wahrscheinlich. Also sonst bleibt er nie sein. Sonst bleibt er nie so. Ja, das wird natürlich jetzt hier nach oben. Guck mal, der geht auch gar nicht hier so richtig hoch. Aber das wird natürlich jetzt ein bisschen eisig. Aber das ist ja ein altes Kampfschwein, der kann ja auch gar keine Hindernisse einfach. Und auch hier wird er jetzt nicht so hoch. Und die wird sich hier aufhalten. Wann bricht man mehr ein als in der Mitte? Und wo bin ich dran vorbeigefahren? Ach so. Ah, nee, Moment. Ich wollte ja das mit Absicht auflösen. Wir wollen ja den Weg fahren. Immer markiert man sich das schon, war und die Nase kommt trotzdem dran vorbei. Wie geht denn hier vorbei? Ich hab jetzt nicht so die Beine. Da in die Lücke, nie zur Lücke. Warum macht der mit so einem Tempo? Da will ich nicht mehr schaden. Das ist so ein hässlicher Stein davon. Das ist aber sehr, sehr bescheidener Weg, wenn wir sagen. Das sind so Wege, die fährst du auch nur einmal. Und dann achte nie wieder. Wenn ich jetzt hier rumkomme, der schützt mir doch bestimmt, ne? Hat der beschützt mir da einen kleinen runter, aber. Und so. Ja, hab da ich doch. Ich sehe auch jetzt nichts, was richtig interessant aussieht. Na komm schon. Das sieht doch jetzt hier nicht aufhalten, oder? Freundchen. Richtiger Weg kann man das ja hier auch nicht nennen. Das ist ja so ein
macht er dich nicht durch. Weg. Da wären wir beim anderen aber dreimal schneller gewesen, glaube ich. Aber gut, ne? Ich wollte ja hier jetzt mal die Erfahrung machen. Aber das ist richtig als Weg gekennzeichnet. Ja, ist richtig als Weg gekennzeichnet. Aber ein schlimmer Weg. Auf jeden Fall egal mit was für ein Fahrzeug, das muss schon gehen. Mit denen geht ja relativ noch, ne? So, aber wir wollen ja hier irgendwie. Der ist ein bisschen weit außen. Geht's ja hier dann so ran, ne? Boah. Also das wäre ja fast die erste Nummer geworden. Muss man ganz klar sagen. Das war jetzt ganz schön auf der Kippe, ne? Ja, die bin ich auch mal gespannt. Ey, Todesfeld der Achsen. Na, oh, geht noch. Oh. Und dann erstmal zur Brücke. Na, gefühlt hätten wir eigentlich denn zwei Aufträge. Safe mal die Runde fertig. Man ja auch nicht auf. Ja gar nicht, wie es insgesamt gibt. Ja, Nahrung. Könnten wir ja gleich mal gucken. Aber ich glaube, 10 sind davon eh, denn das sind Schnellaufträge. So eine Zeitaufträge meine ich. So, fertig gebaut. Ah, nein. Doch, ich denke mal ein bisschen hinterher. Geil. So, und dann versuchen wir den irgendwie da vielleicht mal rüber zu hängen. Also ich bleib bei meinem Vorhaben. Weil irgendwie Zotte ins Herren kann man ja schon abgeben, wahrscheinlich dann nicht, durch den durch die Kupplung, die wir hier haben. Nur ein bisschen eng hier drinnen, ne? Wo ich nicht am Maximum Power, um das überhaupt einen zu kriegen. Ne? Die Frage ist hier. Schauen wir das mal hier vorne an, weil hier ist ja das Problem. Ich kann den hier auch oben raufsetzen. Ja, sag mal, kann ich hier nicht den Weg frei bumsen? Ich zeige euch gleich noch eine andere Idee. Braucht natürlich ein bisschen Vorbereitung. Aber da ist ja so viel Holz, da können wir ja wahrscheinlich mit dem Arsch wegfahren. Oder? Okay, warum nicht? So.
Naja, gut. Machen wir es erstmal hier so. Weiß nicht, ob der Weg jetzt hier der allerbeste ist, den wir uns. Ich mache nur ein bisschen in der Nähe, damit er mich da hochziehen kann. Gut. Wieder ein Wechsel. V. Ein Schwerlastkran wäre natürlich dann auch lustiger, ne? Ja, wir nehmen den mal hier vorne, ne? Die Frage ist ja, ob der überhaupt stark genug ist, ne? Irgendwie. Nee, der ist, der wiegt zu viel. Der wiegt einfach zu viel. Nee, mit denen schaffst du gar nichts. Mit denen würdest du gar nichts schaffen. Er ist einfach zu groß. Einfach zu schwer und zu groß. Also wir bräuchten hier einen anderen. Okay. Aber das hieße ja denn. Okay. Truck wechseln. Dass wir den hier denn wirklich bergen können, der bringt uns hier hinten ja gar nichts. Und dann suchen wir eher so einen, den stellen wir auch mal ab. Was haben wir denn hier so? Ne? Also der Ja. Aber der Ja, der hat ja. Hat der hinten eine Kupplung dran? Das sehen wir so gar nicht, ne? Kann man das hier nicht irgendwie rummachen? Ich glaube nicht, dass der eine Kupplung dran hat, ne? Also. Der Hummer. Wir haben keine guten Scouts. Wie viel Geld haben wir? Wollen wir einen Scout kaufen? Truck. Scouts. Hier haben wir den Don. Kahn, der hatte auch ziemlich. Den Tutz. Ich glaube, das machen wir mit den Tuts. Das hört sich irgendwie ziemlich gut an. Der kostet auch nicht viel. Dann können wir den natürlich noch ein bisschen hier aufmotzen. So, Getriebe, das SnowRunner-Getriebe rein. Federung. Die Reifen, da können wir ja auch von vorne ein bisschen, ne? Das können wir uns dann ja das Ganze angucken. Also wir bräuchten ja schon irgendwie die hier noch ein bisschen hinzukommen. Autonom, klar. Den und natürlich den Gepäckträger. Sonst so, haben wir irgendwas sonst so noch bei mit Radhalterung. Vorne. So. Ja, das sieht doch geil aus. So, dann machen wir uns hier noch richtig schön Signal. Ich finde mich immer wieder Farbe. Und verlassen wir in die Werkstatt. Bin mal gespannt, ob der so einen geilen Weg aufhört. Ob der genauso oder ob der beschissener vorwärts kommt. Ich glaube allerdings, dass der ein bisschen schneller umkippen kann. Aber Moment, der hat auch keine Kupplung hinten dran. Wieso
können wir da mit keinen hinten irgendwas abschleppen. Nee, Moment. Dann lasse ich den mal hier stehen. Warum hat denn keiner eine Kupplung hinten dran? Das ist ja ein Ding. Nein, warum will ich denn immer da einklicken? Meine Güte, ey. Also doch, damit Don. Ich kaufe mir den jetzt auch hier. Einfach nur mal interessenshalber, ne? So, der hat hier hinten. Nicht die, hä? Ich habe jetzt den gleichen gekauft, ne? Ich voll Idiot. Kommt das schon. Ach ne, den Tuss habe ich. Ich wollte schon sagen. Die sehen alle so gleich aus. Gerade richtig im Kopf dachte ich so, hä? So, den erstmal. SnowRunner, weil der hat auch das gleiche hier. Und der hat hier komplett. Oder kann ich getuned, denn hat er keine Kupplung denn mehr? Kann natürlich auch sein, ne? Dass der getuned gar keine Kupplung hat. Ne, der hat eine. Okay. Aber vielleicht fahren wir auch den mit beiden Ländern. Ich würde natürlich dann gerne nochmal gucken, ob wir irgendwie hängen bleiben. Oh, der fährt ja aber. Wackel sich nur da. Hinten ist der Reifen drin. Und jetzt müssten wir da hinten mit hin, ne? So geht's ja bei denen. Fährt sie nicht schön. Der kippt hier ganz schön hin und her irgendwie. Also bleibt ein wieder Boden oder hängen. Aber jetzt macht er so seinen Job. Erstmal. Ich hatte gerade Angst, dass so ein Stein absolut mein Erzfeind wird. Dann ist er mal schnell auf die Gussfahrt. So, hier wollte ich ja schon mal immer außen lang. Naja, schafft er jetzt. Und wo hier? Die kleinen Dinger gehen ja noch, ne? Oh Gott. Oh Gott. Gott. So, ab wann muss ich denn rein? Auf den Weg hier. Ich glaube, wenn wir zur See kommen, ist das Schwierigste geschafft. Davor war es ein wenig schwierig. Zumindest der Weg, wo ich dann richtig am Schneiden ist. Oder am ja, Schnüren liegen ist. Und dann hier jetzt, ne? Ja, ja, sofort am Rand lang.
Hier ist jetzt Matsch und so. Aber er gräbt sich durch. Ja, der scheint auch weniger zu wiegen, ne? Also außer das waren. Merkt man, weil der sich einfach ein bisschen besser so durchhält. Außer mit der Winde wesentlich mehr da kommt. Ja, da ist natürlich das ein bisschen weniger das Problem. Okay, cool. Na, ich glaube mal, der Weg, der sollte jetzt nicht das Problem sein. Dann quäle ich mich ein Stück weiter. In der nächsten Folge werden wir der Fabrik-Silhouette mal so ein bisschen auf den Zahn führen. Außer ich lege mich jetzt hier ab. Aber ich glaube, eher weniger. Und werden mal hoffen, dass wir da vielleicht rüberkommen. Mit ein bisschen Schwung, mit ein bisschen Action oder so. Wird wahrscheinlich dann so sein. So, können wir hier irgendwas? Nee. Also, dann sage ich mal, ich fahre ein Stück weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke schon mal für Zuschauen. Wir haben gerade eine Differentialsperre, die wir hier aktivieren können. Kann man mal sehen, ja. Ja, den ganz tiefen Schnee mag er auch nicht. Gerade so erschrocken und erstaunt. Aber wir ziehen uns denn da schon hin. Ist ja nicht mehr lange der Weg. Gut, also bis zum nächsten Mal. Und habt noch einen schönen. Bis dann. Ciao.